Hallo Welt, ich bin's wieder, der Michael, mit einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Syntoriel.de. Ja, und heute geht's mal wieder weiter mit der kleinen Serie, die ich vor längerem schon begonnen habe, Bitwig erklärt, wo ich eins nach dem anderen alle Devices versuche vorzustellen und einfach mal jeden Knopf und jeden Drehregler, was auch immer da dran ist, zu erklären, damit vielleicht der eine oder andere auch weiß, wie man die Dinger bedient. Ich hätte mich gefreut, wenn ich sowas gehabt hätte. Naja, darum mache ich es mit bestem Wissen und Gewissen. Ja, und heute geht es um das Reverb, das nicht mal so schlecht ist in Bitwig. Und ja, mehr dazu nach diesem Teaser. Jupp, und da sind wir in Bitwig Studio in der aktuellsten Version 4.1.1 vom 2.12.2021, also schon ganze 10 Tage alt. Ja, so viel fürs Protokoll. Ja, ich habe es vorher ja schon im Teaser gesagt, in der Einleitung gesagt. Heute geht es um das Reverb, und zwar um das Bitwig eigene Reverb. Und dazu habe ich mir mal einen Polysynth geladen und der hört sich so an. Und da legen wir jetzt einfach mal einen Effekt drauf. So schaut das Ding aus. Und dahinter platziere ich jetzt einfach das Reverb von Bitwig. Ja. So schaut's aus. Und wenn ich jetzt mal gar nichts tue, also das ist, glaube ich, so die Standardeinstellung werkseitig. Wenn ich jetzt mal spiele, hört sich das so an. Ja, was haben wir denn da alles im Angebot? Wir haben hier in der Mitte, das sticht natürlich gleich ins Auge, so ein bisschen ein Spektrum. Das ist das Audiosignal, das hier reingeht. Links die tiefen Frequenzen, rechts die hohen Frequenzen. Und auf der Y-Achse ist das, denke ich mal, das Volume über die Frequenzen. Und dann habe ich hier eine gelbe Linie und eine weiße Linie. Und jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube, dass die gelbe Linie ist das, was im Reverb passiert. Weil hier haben wir hier auch den Tank. So, dann haben wir hier zwei Linien, eine niedrige, eine rote Linie mit einem L. Das ist die Lower Frequencies, die niedrigen Frequenzen. Und hier haben wir die blaue Linie mit den hohen Frequenzen. Und hier kann man hier ein, wie sagt man hier, was sagt denn der Low Band Reverb Faktor? Also da kann man eben die niedrigen Frequenzen verstärken oder abschwächen und die hohen Frequenzen verstärken oder abschwächen. Ich habe hier diverse Knöpfe drin. Ein Build-Up. Damit mache ich die Frequenzen im Late-Mix stärker. Dann habe ich hier eben diesen Faktor. Ne? 1,0 heißt, es bleibt wie es ist. Alles, was kleiner 1 ist, wird kleiner. Alles, was größer 1 ist, wird größer. Man sieht auch hier diesen roten Bommel hoch und runter gehen. Also hiermit, das ist der Faktor, die Y-Achse. Und ich kann auch diesen Bommel anfassen und verschieben. Dann sage ich ihm die Frequenz, wo er denn verstärken oder abschwächen soll. Und das Gleiche habe ich hier auch bei diesem blauen Balken. Hoch, runter, verstärken, abschwächen. Rechts, links ist das die Frequenz auswählen. Dann habe ich in der Mitte so ein bisschen einen größeren Drehregler. Das ist die Reverb Time und die geht hoch bis 31,6 Sekunden. Ja, was schon sehr lange ist. Und runter geht es auf 316 Millisekunden. Ja, ist schon recht kurz. Build up, Late Mix, genau das habe ich noch. Es gibt ja beim Reverb oft einmal zwei so Sektionen. Einmal
den eigentlichen Reverb-Anteil, den ich hier einstellen kann. Und dann das andere sind diese Early Reflections. Also immer, wenn ich klatsche oder wenn ich irgendwo was Markantes habe, dann habe ich sowas, so ein Echo. Das nennt man Early Reflection. Das, was sofort auf mich zukommt, das habe ich meistens nur einmal drin. Der Rest ist dann diffus verteilt im Raum. Und diese Early Reflections, die kann ich eben auch nochmal einstellen. Wenn ich jetzt diesen Regler ganz nach links mache, dann habe ich eben nur noch die Early Reflections. Wenn ich sie ganz nach rechts drehe, dann habe ich nur das Late-Signal, also das weiträumige Reverb. So, und dann haben wir eben hier auf der linken Seite, kann ich ihm jetzt eben sagen, hallo, bist du ein Room oder bist du ein Hall? Also Room ist ein kleines Zimmer, vom Charakter her ganz anders als ein Hall, der großflächig sich hier irgendwo verteilt. Na, man hört es auch hier. Man hört schon, dass es die Early Reflection später kommt. Jetzt haben wir hier noch eine Size. Ja. Das ist die Größe des Raums, um die Early Reflection zu bestimmen. Es dauert einfach länger, bis diese Reflexion wieder kommt, wenn das Zimmer größer ist. Und dann habe ich hier noch ein Pre-Delay. Das ist einfach noch ein vorgelagertes Delay. Wenn ich da ganz runter gehe, dann wird da eben einfach nochmal, ja, das Signal, das Early Reflection Reverb-Signal nochmal verzögert. Gut, und dann haben wir hier noch eine Diffusion. Diffusion heißt einfach, wenn man ein Audiosignal streut und dadurch nimmt es ihm die Schärfe, die Hartheit. Es wird weicher auf jeden Fall. Ungenauer, diffus. Ja. Na, man hört es jetzt ganz gut. Ist wie so ein Echo, wie so ein Delay schon fast. Und wenn ich jetzt die Diffusion hochdrehe, dann hört man hier wirklich, wie das Reverb-Signal weich wird und ganz viele kleine Echos sich lauter kleine Delays draus bilden. Das ist die Diffusion. Ja, und das ist eben hier diese Early Reflection-Einheit. Das ist das, wenn ich hier beim Late Mix voll nach links gehe, dann höre ich eben nur die Early Reflections. Und die Parameter hierfür stelle ich hier ein. Wenn ich jetzt im Gegenzug dazu einfach nach rechts gehe, bin ich jetzt nur noch hier in diesem Late Mix. Und es ist schon so nett angezeigt, das ist hier das gelbe Late. Und es sind ja auch hier diese Tank Effects. Ja, alles, was ich hier generiere ohne das trockene Signal. Das sind hier diese Tank FX. Jetzt gehe ich ja mal aber doch ein bisschen runter mit der Reverb Time. Ja, und jetzt habe ich hier diverse Parameter, wie gesagt, zum einen kann ich die Charakteristik im Frequenzspektrum ein bisschen verstärken, also wo soll er mehr die Betonung auf die Tiefen legen oder auf die Höhen, also hier kann ich jetzt ganz einfach nach links und rechts drehen, dann suche ich mir eine Frequenz aus, meistens sollte man das vielleicht nach Gehör machen und zum anderen, je weiter ich das nach oben drehe, umso mehr verstärke ich dieses Frequenzband. Ja, ich weiß nicht,
ob es bei YouTube rüberkommt, aber man nimmt es dann schon wahr, dass es eben bei den hohen Frequenzen stärker wird. Ja, das sind diese zwei Knöpfe. Dann hat man hier ein Bild ab. Das heißt, ich kann hier nochmal insgesamt das Tank oder das Late-Signal verstärken. Ja, und dann kann ich hier natürlich die Reverb-Time einstellen. Jo, und mehr habe ich hier schon gar nicht. Ansonsten habe ich hier noch eine Width, eine Breite, das ist eine Stereobreite. Ich bin raus. Wie gesagt, wer es nicht weiß, ich höre nur auf einem Ohr. Drum sind Stereoeffekte für mich passé, da höre ich jetzt keinen Unterschied. Aber ich denke mal, es wird schon stimmen. Und dann haben wir hier unten noch einen Mix-Amount. Ja, also das ist einfach die Balance zwischen trockenem Dry-Signal und Wet-Signal. Wet ist das, was hier aus dem Reverb rauskommt. Dry-Signal ist das, was vorne reinkommt. Und das kann man eben abstimmen. Und dann haben wir hier nochmal zwei Container, FX-Container. Und da sagte mir eben hier, er kann einen Tank-FX machen, was ganz nett ist. Hier kann ich jetzt reingehen und kann ihm natürlich sagen, mach mir hier mal eine Distortion rein. Was dann schon krass ist. Man muss da nur aufpassen. Ich habe es ja beim Shimmer-Reverb schon mal gezeigt. Man kommt da ganz schnell in so einen Feedback-Loop rein, dass sich das endlos verstärkt, weil ein Reverb, muss man ja wissen, der greift das Signal ab und multipliziert es und verändert es dann in der im Gain, denke ich mal. So ganz banal gesagt. Und wenn man da zu viel wieder zurückgibt, dann merkt man es, es hört nicht mehr auf. So wie jetzt. Ja, weil er hier eben beim Distortion hier ein paar Frequenzen verstärkt und somit werde ich jetzt in der Endlosschleife drin. Böse, böse. Aber man könnte jetzt zum Beispiel hier auch ein Delay reinlegen. Man hört es ganz leise. Das ist ja wirklich dieses diffuse Reverb-Signal, das hier verändert wird. Jetzt hört man es, finde ich schon. Naja, gut. Also, da kann man ja seiner Kreativität freien Lauf lassen. Tank FX. Und dann habe ich hier noch die Wet FX. Das ist einfach hier das Wet-Signal, was hier nochmal verändert werden kann. Da kann ich dann auch, was weiß denn ich? Einfach nach dem Output vom Reverb kann ich einfach nochmal einen Effekt reinsetzen. So einfach ist das. Ja, das ist das Reverb. Ich finde, es klingt richtig gut. Also es gibt ja manche Reverbs, muss ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich kriege ich jetzt Prügel. Aber ich zum Beispiel, ich finde die Reverbs vom Rob Papen jetzt nicht so toll. Die klingen so ein bisschen synthetisch. Das hier, finde ich eigentlich ganz, ganz nett. Hört sich gut an. Kommt nicht ans Vintage Verb von Valhalla ran. Das ist ja der Hammer, was die da gemacht haben. Aber das passt schon auch.
Ja, mehr kann ich jetzt zum Reverb von Bitwig gar nicht erklären. Jo, soll auch reichen. Ich sehe gerade hier auf meiner Uhr 16 Minuten. Das sind ja eher kurze Videos, die ich da mache. Also von dem her alles gut. Ja, jetzt noch in eigener Sache. Ich habe dieses Wochenende meine Website abgedatet auf die neueste Joomla-Version. Und nicht erschrecken, das Ding schaut jetzt ein bisschen anders aus. Ich habe aber auch meine ganzen YouTube-Videos, die ganzen Links, die ich da drin habe, habe ich hier auch nochmal geupdatet. Das heißt, es sollte jetzt alles wieder gehen. Aber schlag mich nicht, wenn es dann doch mal nicht geht. Ich bin dran und versuche das hier wieder umzustellen. Was kommen wird in Zukunft? Ich habe hier eine Tutorial-Section aufgebaut und ich würde ja das gerne verknüpfen, meine Website mit den YouTube-Videos. Und ich möchte mal zum Dune 3 so ein Komplett-Tutorial in mehreren Teilen erstellen. Dazu werde ich dann auch YouTube-Videos machen und werde das eben hier verbinden mit den Inhalten dieser Website. Und ich habe schon mal angefangen, hier eine Gliederung mir zu schreiben, wie denn das Tutorial, welche Inhalte das es anbieten soll. Ja, also seid gespannt drauf, was da kommt. Noch ist es nicht fertig, aber das wird schon. Nun gut, also ich bin fertig mit dem Video für heute. Sollte euch dieses kleine Video gefallen haben, dann würde ich mich über einen rechten Daumen nach oben freuen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, naja, dann gebt mir doch den linken Daumen nach oben. Ansonsten freue ich mich natürlich immer umso mehr über Abos. Bin jetzt bei 336 Abonnenten. Das dürfen ruhig ein paar mehr werden. Ja, ansonsten einen schönen dritten Advent haben wir jetzt, glaube ich, schon. Bleibt mir gesund und bis zum nächsten Video. Euer Michael aus Nürnberg. Ich wünsche euch was. Ciao.